ganz herzlich willkommen zur Session Have You Tried to Turn It Off and On Again? Gemeinwohl im digitalen Zeitalter mit iRads Lab, Superlab und Neuland 21. Und ich bin Wasima und darf euch heute durch unsere Session führen. Ich bin auch bei Super. Genau. Und manchmal auch Moderatorin. So, heute soll es vor allem um die zwei Studien gehen, die vom DSEE gefördert und von eben Superlab und iRads Lab durchgeführt worden sind. Die Schwerpunkte lagen ganz klar auf Engagement, Digitalisierung und Gemeinwohl. Und die Frage danach, wo sind die Chancen, wo sind die Herausforderungen dafür, wo entstehen vielleicht ganz neue Abhängigkeiten und Problematiken. Und wir diskutieren heute diese Ergebnisse und auch Handlungsempfehlungen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und dafür freue ich mich einmal, Elisa Lindinger vorzustellen von Superlab. Sie arbeitet und forscht seit über 10 Jahren irgendwo zwischen Technologie und Gesellschaft. Als Mitgründerin von Super befasst sie sich damit, wie eine gerechte Digitalisierung gelingen kann. Und zuvor war sie beim Prototype Fund, einem Förderprogramm für Open Source Software Projekte, und hat in der angewandten Informatik gearbeitet und Statistik unterrichtet. Dabei ist sie eigentlich prähistorische Archäologin. Willkommen in der Runde. Und auch ein herzlich willkommen an Tim Vallée. Er engagiert sich in Köln und arbeitet beim iRads Lab Berlin für eine gerechte Digitalisierung und gute Digitalpolitik. In Köln widmet er sich Themen wie Stadtgestaltung von unten, Freiräume, Recht auf Stadt, Bodenfrage, urbane Transformation und strategische Beteiligung der Zivilgesellschaft an Prozessen von Stadtplanung und Entwicklung. Und bei iRads Lab ging es zuletzt viel um Gemeinwohl im digitalen Zeitalter, menschenzentrierte KI und europäische Digitalpolitik. Auch schön, dass du da bist, Tim. Und natürlich last but not least heiße ich herzlich willkommen Laura Heim. Laura Heim leitet bei dem Think and Do Think Neuland 21 den Programmbereich Zivilgesellschaft und Ehrenamt. Sie hat Industriedesign und ökosoziales Design studiert und dabei hat sie sich auf die partizipative Gestaltung, Forschung und Projektarbeit im Themenfeld ländliche Räume spezialisiert. Und heute geht es auch um Einblicke aus den Projekten Herzberg Digital vereint und dort eben auch die partizipative Entwicklung einer digitalen Plattform für Engagierte mitkoordiniert. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Und Armin Pialek ist ja auch mit uns hier in der Runde vom DSEE, also der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und mit dir würde ich nämlich auch total gerne direkt starten. Vielleicht kannst du uns einmal kurz mitnehmen und uns verraten, was die Motivation der Stiftung war, eben diese beiden Studien zu fördern. Vor allem ihr als so große Stiftung eben in so einem Feld mitzumischen. Vielen Dank, Wasima. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, wie es ja schon im Namen steht, fördert Engagement und Ehrenamt in ganz Deutschland. Und einer unserer Schwerpunkte ist tatsächlich, die Digitalisierung in der Gemeinnützigkeit zu fördern, weil wir da einfach unheimliches Potenzial sehen. Wenn wir uns das anschauen, das meiste Engagement und Ehrenamt findet tatsächlich in sozialen Organisationen statt. Und wenn wir diese Organisation stark machen, unter anderem, indem wir halt Zugang zu digitalen Mitteln und uns dabei helfen, die Chancen und Potenziale des digitalen Wandels zu nutzen, ja, dann fördern wir dadurch natürlich indirekt auch das Engagement und Ehrenamt. Dazu haben wir ein Förderprogramm oder ein Unterstützungsprogramm aufgesetzt, 100 Mal digital, wo wir 100 Organisationen in ganz Deutschland jetzt schon zum zweiten Mal fördern. Das ist jetzt gerade die zweite Runde gestartet. Und für uns ist es halt wichtig, gerade beim Thema Digitalisierung, was wir sehr breit verstehen. Ja, es ist nicht nur die Anschaffung von Hardware, sondern es ist halt eine Begleitung, eine Beratung, ja, ein gewissen mit Ängste nehmen. Es ist auch mal in die Analyse, in die strategische Analyse gehen, wo sind wir da eigentlich, um das besser zu verstehen. Ja, brauchen wir eine strukturierte Analyse und genau dabei haben iRights Lab und Superlab uns unterstützt. Es war für uns sehr wertvoll, weil das tatsächlich direkt auch in die Konzeption unserer neuen Unterstützungsprogramm, also der neuen Runde, dann halt auch mit einfließen kann. Insofern schon mal danke an iRights Lab und an Superlab und zurück an dich, Wasima. Ja, vielen Dank. Wir werden später auch nochmal darauf zurückkommen, vor allem, was wir dann mit diesen ganzen Handlungsempfehlungen jetzt konkret machen können. Denn heute soll es auch darum gehen und auch wie immer um Zukünfte. Und damit würde ich gerne an dich weitergeben, Tim, und dass du uns gerne ein paar Einblicke gibst in die Studie Gemeinwohl im digitalen Zeitalter, Engagement und Ehrenamt zukunftsfähig gestalten und was da auch so Fine Lines waren. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich darf euch genau den ersten Teil einmal mitnehmen. Was heißt eigentlich Gemeinwohl im digitalen Zeitalter und wie können Engagement und Ehrenamt zukunftsfähig gestaltet werden? Das ist natürlich sozusagen auch eine grundsätzliche Frage, die jetzt mit unserer Studie keinesfalls abschließend in irgendeiner Form beantwortet wäre, sondern das ist sozusagen einzelne Aspekte haben wir dort aufgegriffen.
Da links seht ihr einmal das Cover dieser Studie und die Oberfrage war eben, was heißt der Gemeinwohl im digitalen Zeitalter und wie können die Akteurinnen des Engagements und des Ehrenamtes, wie kann der Digitalisierung fruchtbar gemacht werden? Zunächst kurz zur Ausgangspunkte der Studie, jetzt sehr rudimentär, dass wir zum einen natürlich beobachten, dass Digitalisierung eine Art ja omnipräsente, nicht nur technologisches, sondern auch gesellschaftliches Phänomen ist, was gewaltige Umwälzungen der Gesellschaft mit sich bringt. Für einzelne Personen, die schaffen sozusagen auch ganz gut, vielleicht vordergründig relativ analog durch die Welt zu kommen, aber unsere Art zu kommunizieren, individuell, aber auch kollektiv, Aufmerksamkeiten, Themen wie Social Media, Hate Speech, also ganz neue digitale Phänomene und auch natürlich Probleme und Chancen. Das ist ja häufig ein typischer Zusammenhang, dass es Potenziale, dass es Chancen gibt, dass es aber dann natürlich auch Einhegungsbedarf gibt, dass wir einen guten Umgang finden müssen und neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Algorithmen, algorithmenbasierte Entscheidungen, automatisierte Entscheidungen, da braucht es natürlich einfach kluger, guter Regelungen. Das heißt also, wir haben ja einen Strukturwandel in unserer Gesellschaft und zugleich haben wir eben ein Konzept, das sich Gemeinwohl nennt. Und Gemeinwohl ist seit Jahrtausenden, könnte man sagen, unterschiedlichen Spielarten, unterschiedlichen leichten Begrifflichkeiten, aber als Idee natürlich eine Richtschnur für Handeln. Und das ist eben insofern ganz spannend, wie wirkt sich eigentlich Digitalisierung auf Gemeinwohl, auf den Begriff, aber vor allem auch für die Akteure des Gemeinwohls aus. Wir haben verschiedene Interviews geführt, wir haben Workshops durchgeführt und da eben mit verschiedenen Organisationen, die ihr jetzt da einmal seht. Ich will jetzt nicht mehr einzeln darauf eingehen, die Folien werden im Nachgang auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, da könnt ihr gerne auch nochmal nachschauen oder blättert einfach in die Studie mal rein. Konzeptionell, was heißt eigentlich Gemeinwohl? Was bedeutet Gemeinwohl eben im digitalen Zeitalter, im ersten Schritt? Und dann haben wir uns diesen doch relativ abstrakten Fragen noch über verschiedene Ebenen angenähert, dass wir einmal die Handlungsmöglichkeiten für Engagement und Zivilgesellschaft nochmal herausgearbeitet haben. Das haben auch schon einige vor uns. Wir haben uns auch auf breite Schultern setzen können, dass es natürlich neue Themenfelder gibt. Ich hatte gerade künstliche Intelligenz, algorithmenvermittelte Diskriminierung, digitale Teilhabe und so weiter angesprochen, will ich vielleicht gar nicht mehr groß eingehen, da könnte ich wahrscheinlich eine halbe oder könnten wir gemeinsam stundenlang drüber sprechen. Und dann aber auch die Frage, was bedeutet das eigentlich für Engagement? Welche neuen Voraussetzungen schafft das Ganze? Und das haben wir dann nochmal zusammengebunden unter dem Aspekt Akteurinnen des Gemeinwohls und haben das Ganze dann abgeschlossen mit Schlussfolgerungen und übergeordneten Handlungsempfehlungen. Ganz kurz noch ein paar Schlaglichter möchte ich gerne setzen. Einmal bei dem Begriff, was heißt eigentlich Gemeinwohl? Gemeinwohl ist einmal ein Handeln im Sinne der Gemeinschaft eben. Ne? Gemeinwohl und gerade nicht privatnützig. Was das jetzt so genau heißt, ich hatte davon gesprochen, dass das Jahrtausenden als Konzept doch eine gewisse Richtschnur bedeutet. Naja, das ist jedenfalls auch in der Demokratie, aber eigentlich wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, auszuhandeln. Das kann man jetzt nicht autoritativ festlegen und für alle Zeit, das ist der Gemeinwohlkanon und das ist es jetzt. Ich meine, wir sehen ja schon, jetzt gibt es ein neues Phänomen, Digitalisierung mit ganz vielen Unterphänomenen. Schön, dass wir eine Demokratie sind, schön, dass wir eine lebendige Zivilgesellschaft, einen lebendigen Diskurs haben. Das müssen wir also aushandeln. Auf allen Ebenen, von der kleinsten Gemeinde bis zur Europäischen Union, vielleicht auch so ein bisschen Vereinten Nationen, müssen wir das immer wieder uns auch versichern, was das eigentlich ist. Kein beliebiges Konzept. In einem sozialen, demokratischen Rechtsstaat, der wir ja sind, in einer liberalen Gesellschaft, kann zum Beispiel Gemeinwohl begrifflich, kann er nicht menschenverachtend sein. Menschenwürde ist einfach der Kern unseres Gemeinwesens. Es kann nicht, gemeinwohlorientiertes Handeln kann nicht soziale Unterschiede verstärken. Das ist begrifflich einfach schon mal ausgeschlossen. Das heißt, wir haben irgendwie eine gewisse Rahmung in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, aber auch eine große Freiheit, eine große Chance und große Verantwortung, Gemeinwohl eben immer wieder zu definieren. Zu den Handlungsmöglichkeiten, da nenne ich jetzt einfach nur mal ein paar. Wir haben einmal die Dimension Selbstorganisation, Binnenkommunikation, ne, sowas wie Mattermost, Slack, E-Mail, Messenger, alles Mögliche, was man da so verwendet.
Es gibt darüber vor allem auch eine Dezentralisierung des Engagements, die möglich ist. Also, dass man jetzt als Verein vielleicht auch Mitglieder jetzt im Kölner Verein, wir sind im Kölner Verein, können auch Menschen aus Berlin sich natürlich relativ gut über digitale Tools beteiligen. Wir haben das Thema Außenkommunikation, Diskursteilnahme. Man kann Impulse setzen, man kann Agenda-Setting machen, Kampagnenarbeit. Da gibt es sehr versierte Akteurinnen und Akteure, die das vor allem mit digitalen Tools machen. Es gibt Möglichkeiten, Finanzierung und Unterstützung einzuwerben. Es gibt die Möglichkeit, politische Teilhabe, eine E-Partizipation, digitale Partizipation. Menschen können dort abgeholt werden, wo sie sind, auch zwischen vielleicht den Wahlgängen alle 4 respektive 5 Jahren. Und Digitalisierung ist auch nochmal natürlich eine Dimension von informierterem Handeln, weil Daten natürlich die Grundlage einer digitalen Gesellschaft sind. Und das ist auch sicherlich eine große Chance. Und ich glaube, zu den Voraussetzungen kommen wir vielleicht noch gleich im Diskurs. Ich möchte nur noch eine kurze Unterscheidung einführen, dass wir gesagt haben, es gibt einmal klassisches Engagement und es gibt digitalspezifisches Engagement. Das klassische Engagement ist eben Stadtgestaltung, Fußballverein, Freiwillige Feuerwehr und die begreifen oder sollten jedenfalls Digitalisierung eher wie so ein Instrument begreifen, um ihre eigentliche Arbeit zu unterstützen, um da mehr Wirkung zu machen, nutzen sie Digitalisierung. Und es gibt aber auch natürlich Akteure, die über die Digitalisierung sprechen wollen. Hate Aid, jetzt Hass im Netz, Coral Aid, wie ist gutes, informiertes Handeln möglich, Algorithm Watch, die sich mit Algorithmen und KI etwa beschäftigen und. Ne? Das heißt, das sind jetzt immer nur Ausschnitte. Und über die Handlungsempfehlungen, glaube ich, sprechen wir auch gleich nochmal. Das heißt, da würde ich jetzt auch für den Moment einfach auf Pause drücken und an dich, Wassima, zurückgeben. Ich freue mich dann auch später natürlich auf Rückfragen. Vielen, vielen Dank und auch, dass du nochmal deutlich gemacht hast, mit welchem Verständnis von Gemeinwohl ihr auch in diese Studie reingegangen seid. Und mit diesem Punkt würde ich gerne an Elisa weitergeben, die auch natürlich die Studie einmal kurz uns vorstellt, was dann eben die Basis für unsere Diskussion gleich ist. Genau, the stage is yours. Vielen Dank, Wassima, und hallo alle zusammen. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm nicht weiter, nachdem das technisch schon Probleme gab. Gut, dass wir heute über das Thema Technik sprechen. Wir sehen alle, es ist notwendig. Wir bei Super, wir arbeiten schon eine ganze Weile an dieser ominösen Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Digitalisierung. Und wir sind selber aber auch eine gemeinnützige Organisation. Wir haben ein großes ehrenamtliches Netzwerk. Und deswegen hat uns in den letzten Jahren die Debatte um Engagement und Digitalisierung nicht wirklich zufriedengestellt. Wir fanden die immer, also viele Beiträge waren so ein bisschen am Thema vorbei oder gingen nicht, haben so ein bisschen den Kern der Lage nicht getroffen. Zu oft lag der Fokus auf den Schwächen und die zu beschreiben, aber zu wenig auf der Analyse der darunterliegenden Gründe. Und außerdem war der Fokus so oft auf dem Stand der Digitalisierung, als gäbe es da so einen ganz klaren Weg vorwärts, auf dem wir uns alle irgendwie verorten. Aber die Richtung ist klar, es ist immer ein Fortschritt. Und deswegen wollten wir mit unserer Studie mit dem Titel On-Off etwas differenzierter gucken und haben dazu auch Interviews mit ganz unterschiedlichen Engagementorganisationen gehört. Wir wollten also nicht wissen, wie digital ist der Engagementsektor, sondern wie digital handlungsfähig ist er. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Kernpunkte aus der Studie herausgreifen. Anne Lammers von iRights Lab hat netterweise schon den Link geteilt. Ihr könnt sie also da auch in voller Länge euch zu Gemüte führen, wenn ihr möchtet. Vielleicht so ganz kurz zu den Kernpunkten der Studie. Also wir haben nicht gefragt, nutzt ihr Werkzeug Y zum Zweck X, sondern wir wollten eher wissen, welche Rolle spielen digitale Technologien in eurer Arbeit. Und 2 Jahre in der Pandemie ist die nicht wenig überraschende Antwort überall. Es ist leider notwendig geworden. Also da gab es, wie Katharina Peransch auch eingangs der Tagung schon gesagt hat, also einen digitalen Turbo, der da zugeschlagen hat. Interessant fanden wir auch, wie sich Organisationen für oder gegen den Einsatz bestimmter Werkzeuge entscheiden. Und da galt ganz oft die Regel, wer macht, hat Recht. Ganz oft ist der Druck so groß, dass schnell eine Entscheidung herbeigeführt werden muss. Und dann entscheiden bestimmte Personen, die schon Vorkenntnisse haben, die schon über ein bestimmtes Tool verfügen, was da jetzt eingeführt wird.
Und das führt dann aber auch gleichzeitig dazu, dass alles an diesen Personen mit dem Wissen hängt und die dann so ein bisschen in der Rolle der Admins und der Zuständigen gefangen sind und gleichzeitig, wenn sie aus irgendwelchen Gründen ausscheiden, da ein riesiges Wissensvakuum entsteht, das also auch zu Problemen führen kann. Eine weitere Frage nach dem Einsatz war auch, dass da unterschiedliche Abwägungen getroffen werden. Zum Beispiel war beim Einsatz mit Ehrenamtlichen ganz wichtig, dass die Werkzeuge, die digitalen, möglichst schon weit verbreitet sind, dass die Leute sich da nicht noch einen weiteren Account anlegen müssen. Zum Beispiel wird deswegen auch sehr viel WhatsApp genutzt, ein Werkzeug, das viele, mit denen wir gesprochen haben, durchaus kritisch sehen, die aber sagen, es ist so weit verbreitet, es ist so gängig, wir nutzen das jetzt einfach. Und gleichzeitig nutzen wir es aber nicht in unserer hauptamtlichen Tätigkeit, das heißt, die Teammitglieder nutzen wieder andere Kanäle, die vermeintlich besser sind, zum Beispiel, weil sie selbst gehostet werden. Und das führt zu ganz spannenden Doppelstrukturen in der Digitalisierung von ehrenamtlichem Engagement. Natürlich entscheidet auch der Zeitpunkt mit. Wir haben ja ganz junge Organisationen, die sich teilweise jetzt während der Pandemie gegründet haben, die ganz schnell Lösungen sich anschaffen mussten, die auch schon auf einen sehr belebten Markt von digitalen Plattformen und Services zurückblicken konnten und zurückgreifen konnten, die also sehr stark auf so Abo-Anwendungen zurückgreifen, was dann aber bei schnellem Organisationswachstum auch sehr schnell sehr teuer werden kann. Und ältere Organisationen dagegen haben häufig eine eigene Infrastruktur, die sie betreiben, die jetzt aber auch langsam in die Jahre kommt und es knirscht und knackt an allen Ecken und Enden. Und die große Frage ist, woher kriegen wir eigentlich die Ressourcen, da uns neu aufzustellen? Also die Ressourcenfrage ist tatsächlich überall. Wie handlungsfähig ist er denn nun, der Engagementsektor? Also prinzipiell muss ich einmal sagen, und ich glaube, auf dem Stand sind wir auch alle, alles, was mit den Mitteln, die im Engagementbereich zur Verfügung stehen, gemacht wurde, ist fantastisch und das ist wirklich gut. Und trotzdem möchte ich nochmal auf drei Punkte kurz eingehen, die so ein bisschen die Probleme bei der digitalen Transformation beleuchten. Das eine habe ich schon angedeutet, die neuen Plattformanwendungen, Cloud-Lösungen, die schaffen sehr schnell sehr viele Möglichkeiten, die skalieren halt unglaublich gut, was die Rechenleistung angeht. Die Organisationen müssen sich da nicht um die Anlegung neuer Accounts und so weiter kümmern, aber Organisationen können natürlich die Gestaltung und die Features, die auf diesen Plattformen angeboten werden, in der Regel nicht mitgestalten. Im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass dann Content oder Kommunikationsstrukturen, die über Jahre gewachsen sind, in einer Cloud-Anwendung fest und dann geht der Betreiber pleite und die Daten sind da aber noch drin und können noch nicht mehr richtig exportiert werden. Also wie gehen wir damit überhaupt um? Haben wir da Best Practices, die uns vor so einem Verlust bewahren würden? Der zweite Punkt ist, Digitalisierung passiert, und wir kennen das alle, glaube ich, passiert im Feuerwehrmodus in der Regel. Es muss ganz schnell Rettung her, wir brauchen eine Lösung. Und der Wunsch, das systemischer anzugehen und diese digitale Transformation, wie Armin auch eingangs schon gesagt hat, auch ein bisschen systemischer zu durchdenken und langfristig anzugehen, vielleicht auch mit einer Organisationsentwicklung nochmal zu verknüpfen. Der Wunsch ist da, aber die Mittel und die Möglichkeit zur langfristigen Planung, die fehlen schlicht und ergreifend. Das letzte Punkt, was mich wirklich sehr, sehr fasziniert hat, war die große Zahl an Zielkonflikten, denen sich Engagementorganisationen gegenübersehen, wenn sie sich für den Einsatz oder gegen den Einsatz eines bestimmten Tools entscheiden müssen. Fast keine Organisation findet das perfekte Werkzeug, das alle ihre Boxen checkt und alle Anforderungen erfüllt, sondern sie müssen sich am Ende entscheiden, welche Werte sie über andere Werte priorisieren. Das Beispiel mit WhatsApp hatte ich schon genannt. Da steht die Zugänglichkeit, den geringen Aufwand für die Engagierten, der steht da im Vordergrund, während intern dann doch sowas wie Privacy, wie Toolfreiheit, Interoperabilität nochmal wichtiger wäre. Ein anderes Beispiel, das oft genannt wurde, war der Wunsch, doch Open-Source-Werkzeuge zu verwenden und gleichzeitig aber zu sehen, entweder das selber zu hosten, das ist schlicht und ergreifend zu aufwendig für viele Organisationen. Da fehlt es auch an den Admin-Stellen schlicht und ergreifend. Oder die Open-Source-Werkzeuge sind eben auch nicht so ausgereift, haben nicht ein ganz so gutes UX, wie das die großen Marktführer, zum Beispiel wie Zoom heute, haben. Und da müssen dann die Organisationen und die Engagierten abwägen. Also die Kernaussage vielleicht zum Schluss ist,
dem Ehrenamt fehlen die Werkzeuge, die es verdient. Und vielleicht können wir ja heute darüber reden, wie wir da hinkommen. Damit von meiner Seite vielen Dank zurück an Wasima. Danke auch dir für die Vorstellung. Und wir haben heute ja auch Laura in unserer Runde. Und wir haben ja jetzt vom Allgemeinen dann auch nochmal einen spezifischeren Blick in die Praxis hören dürfen durch die beiden Studien. Auch total spannend, welche Ähnlichkeiten wir auch schon hören, aber auch wie nuanciert dann doch die Ergebnisse eurer jeweiligen Studien sind und unterschiedlich. Genau, und dann Laura, die Frage an dich, vor allem mit dem Fokus, den du auch in deiner Arbeit pflegst. Was sind besonders spannende Knackpunkte aus der Perspektive des ländlichen Raum in den Fokus zu rücken, aus den beiden Studien für dich? Ja, danke, Wasima. Danke auch für die beiden Studien, die ich natürlich auch mit Freude gelesen habe und die ganze Zeit gedacht habe, ja, genau das ist es so. Ich habe da total resoniert und habe mich natürlich auch sehr gefreut über den Landfokus in der IOS Lab Studie. Und Wasima, du hattest es gerade schon gesagt, es gab so diese zwei Pole, es gab so diese Praxis beim IOS Lab, diesen eher theoretischen Zugang oder diesen Fokus, wie ist der Gemeinwohlgedanke, wie drückt er sich aus in der Zivilgesellschaft und dann bei Super eben die Frage, was braucht es in der Umsetzung? Und genau das sind eigentlich auch die zwei Pole, die wir bei Neuland 21 so haben. Wir setzen uns eben mit den Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume auseinander und machen das als Think and Do Tank. Also wir denken in Forschungsprojekten und wir machen in Modellprojekten und haben da in verschiedene Themenbereiche und unter anderem eben auch den Bereich Zivilgesellschaft und Ehrenamt. Und da haben wir zwei Projekte. Zum einen eben das Projekt zwischen App Store und Vereinsregister ländliches Ehrenamt auf dem Weg ins digitale Zeitalter, wo wir tatsächlich den Stand der Digitalisierung im ländlichen Raum beleuchten. Und zum anderen das Modellprojekt Herzberg Digital Verein, wo wir eine Plattform für Engagierte gemeinsam mit den Engagierten entwickeln. Und daraus, da gibt es ganz viele Punkte, die wir da beobachten, die jetzt auch in den Studien schön rausgekommen sind. Zum einen eben diese beiden Richtungen, die es irgendwie gibt. Also zum einen wird natürlich die Zivilgesellschaft durch die Digitalisierung beeinflusst. Die Vereine müssen sich darauf einstellen, müssen sich irgendwie anpassen, verändern. Aber zum anderen ist eben auch da diese Chance, dass durch die Nutzung und durch die Weitergestaltung eben die Zivilgesellschaft die Digitalisierung selbst beeinflussen kann und gestalten kann. Und ich glaube, das ist auch echt so ein ganz großer Punkt und das, was wir als Neuland auch irgendwie, was für uns total wichtig ist, dass wir als zivilgesellschaftlicher Akteur eine gemeinwohlorientierte Digitalisierung mitgestalten wollen, weil wer, wenn nicht wir, kann eben, oder wir als alle, als zivilgesellschaftliche Akteure, kann eine wertegestützte Digitalisierung gestalten. Aber auch das habt ihr gesagt und das ist, tritt eben auch in den Studien an ganz vielen Stellen raus, die Zivilgesellschaft, und das sind eben zum einen die Vereine, die wirklich in der Praxis so aktiv sind, oder eben die Leute, die sich wirklich, oder die Organisationen, die sich mit der Digitalisierung im Großen beschäftigen, die müssen eben befähigt werden, beziehungsweise sich selbst teilweise auch befähigen, wirklich diese Transformation voranzutreiben und dafür die Ressourcen bekommen, also eben Förderung, Zeit, Wissen, die Infrastrukturen, um unabhängig und selbstbestimmt zu bleiben, und wirklich souverän zu werden in der digitalen Prozessgestaltung innerhalb ihrer Organisation. Und das ist was wir in unserem Projekt Herzberg Digital Verein versuchen, indem wir eben mit den Leuten vor Ort ihre eigene Vereinsplattform oder Engagementplattform entwickeln. Wir sind also ein bisschen vor der Herausforderung, die es, glaube ich, in vielen ländlichen Regionen gibt. Es sind vor allem diese kleineren Vereine, die kleineren Gruppen, die vielleicht teilweise auch gar nicht so institutionalisiert sind, die oft auf ganz alte Strukturen oder mit ganz alten Strukturen noch arbeiten. Und da hört man ganz oft so den Satz, ja, haben wir schon immer so gemacht, ne? Und dann da ist so der Knackpunkt, da anzusetzen und da irgendwie Lust zu machen, was auszuprobieren. Zum anderen haben sie natürlich auch, stehen sie vor diesen typischen Herausforderungen, die auch in der IRATS Lab Studie angesprochen wurden. Es gibt schlechte Infrastrukturen an vielen Stellen, der Breitbandausbau ist mangelhaft. Es gibt große Distanzen, die überwunden werden müssen, wodurch mobilitätseingeschränkte Personen, und das sind dann auch manchmal einfach schon Kinder, Schwierigkeiten haben, am Engagement teilzuhaben. Und es gibt wenig Leute im Hauptamt, und in der Super-Studie wurde ja auch schon erwähnt oder wird auch erwähnt, dass gerade im Haupt, also gerade so, wenn mehr Leute im Hauptamt sind und weniger Leute im, nee, andersrum, wenn mehr Leute im Ehrenamt sind und nur wenige Leute im Hauptamt,
dass dann auch der Zugang zu digitalen Tools ein anderer ist und dass dann eben oft auch diese Parallelstrukturen entstehen oder wie auch immer, also dass, dass eben der strukturelle Zugang ein anderer ist. Und das sehen wir bei uns auch, also dass, dass eben da die Ressourcen ganz oft fehlen, weil eben so wenig Leute im Hauptamt sind, um wirklich eine strukturierte, eine klare Digitalstrategie zu entwickeln. Aber ich glaube, dass gerade auch im ländlichen Raum die Digitalisierung ganz besonders ein Gamechanger sein kann, also ganz besonders wirklich da die Zivilgesellschaft die Zivilgesellschaft zukünftig gestaltet werden kann, weil wir dort auch so ein bisschen eine übersichtlichere Engagementlandschaft haben teilweise. Also es gibt, wir arbeiten mit circa 80 Vereinen zusammen. Es gibt circa 80 Vereine und Gruppen in Herzberg und wir haben, das ist so ein bisschen überschaubar. Wir haben eine gute Beziehung zur Verwaltung, weil wir mit der zusammen dieses Projekt gestalten. Und dadurch ist so die Hoffnung, dass wir da auch mit unseren Weiterbildungen, die wir schon anbieten und mit unserer Engagementplattform ganz schnell eigentlich so Lösungen umsetzen können und begreifbar machen können, was die Digitalisierung eben echt für Vorteile hat und was da für Ansatzmöglichkeiten sind. Und da eben ja die Vorteile sichtbar zu machen, so dass dann vielleicht auch wieder die Stadt am Ende vom Land lernen kann und was profitieren kann. Und ich freue mich jetzt in Zukunft die Erkenntnisse und auch die Bestätigung unserer Annahmen und Beobachtungen, die wir in unseren Projekten gemacht haben, die auch in euren Studien auftauchen, die in unsere zukünftigen Projekte mit einzubauen. Ja, und Dankeschön für eure Einblicke. Unsere Forschung. Cool, danke auch dir, Laura. Wie gesagt, gerne die Reaktion nutzen oder eure Hände, je nachdem. Super, und ich würde vorschlagen, wir haben jetzt eben diese verschiedenen Einblicke bekommen, dass wir uns Richtung einer gemeinsamen Diskussion bewegen. Und ich mache den Vorschlag, mit einer Speedrunde zu beginnen. Und zwar, ich weiß, es gibt ganz viele Chancen, an die ihr denkt, und auch ganz viele Herausforderungen, aber jeweils eine herauszupicken, und eben mit dieser zu starten und eine Chance, eine Herausforderung für die Zivilgesellschaft im digitalen Zeitalter zu benennen. Und Armin, ich würde dich dazu einladen, anzufangen, wenn du magst. Eine Chance und eine Herausforderung. Genau. Herausforderung, Bedarfsanalyse, ne, also Bedarfsklärung und Potenzial, tatsächlich Effizienzgewinne. Schön, okay. Ich werfe den Ball einfach weiter. Elisa, möchtest du weiter? Gerne. Dann sage ich, bei mir sind tatsächlich Chance und Herausforderung das Gleiche. Denn einmal müssen wir, um bei der Digitalisierung mitzuhalten, irgendwie das ganze Wissen vorhalten und da immer am Puls der Zeit bleiben. Und das kostet unglaublich viel Kraft und Zeit. Gleichzeitig helfen uns technische Tools dabei, genau das zu tun und mit anderen Menschen drüber zu reden und unser Wissen zu teilen. Also ich glaube, Problem dazu gewonnen, Chance dazu gewonnen. Danke. Und gerne weiter an dich, Tim, und dann an Laura. Ja, vielen Dank. Ich hatte tatsächlich auch in Richtung also Sichtbarkeit, Vernetzung und Wissensaustausch, die jetzt nicht deckungsgleich sind, aber die doch auch alle zusammenhängen und da eben auch dieser Aspekt Wissensaustausch. Also das Thema wie Webpräsenz, Social-Media-Kanäle, Mail- und Messenger-Verteiler, also nie schien es leichter zu sein als heute, seine schöne Arbeit vorzustellen, Wissen zu teilen, sich zu vernetzen, auch mit anderen Gleichgesinnten, Leute anzulocken und auch mal abzugucken, was machen eigentlich die anderen und wie machen die das eigentlich? Und jetzt eben auch deutschlandweit. Also das heißt, Menschen können jetzt nach Herzberg gucken und sich dort abschauen, wie es gemacht wird oder eben auch mal nach Köln oder nach Berlin oder wo auch immer hin. Und jetzt die Herausforderung würde ich auch nochmal unterstreichen, die eben Elisa gerade genannt hat. Und dieser Feuerwehrmodus, das würde ich auch sagen, das ist das Problem. Man ist mit der eigentlichen Arbeit am Limit und muss dann eben schauen, gerade in ehrenamtlichen Strukturen, wie nutze ich jetzt noch diese tollen Potenziale, wie bespiele ich Social Media, wie mache ich eine Webpräsenz, wie überlege ich mir eigentlich, eigenes Wissen zu organisieren und das Wissen zu teilen. Und das sind einfach Megathemen, die die Wirtschaft schafft das kaum, der Staat schafft das kaum. Das ist eine Riesenherausforderung, aber ich glaube, auch wenn das gelingt, dann ist das ein richtiger Katalysator. Spannend, vielen Dank. Und last but not least, Laura. Ja, Riesenherausforderung, die Digitalisierung. Ich hatte es in der Session vorher schon kurz angesprochen, klingt immer so riesig, ne? Und alle haben immer Angst, dass die Digitalisierung jetzt alles analoge so einfach
ersetzen soll. Und ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen, zumindest bei uns, da die Angst zu nehmen und zu sagen, nee, das kann auch wunderbar zusammen funktionieren, was auch in der Superstudie oder auch in beiden Studien auch super angesprochen wurde. Genau, dass eben das Digital und Analog sich im besten Fall ergänzen und dass man da eigentlich das Beste aus beiden Welten kombinieren kann. Und ich glaube daraus, also das als Herausforderung, ich glaube daraus ergibt sich dann auch die Chance, das Engagement letztendlich diverser zu gestalten. Das kann zum einen durch Themen sein, weil gerade in ländlichen Räumen viele Themen gar nicht abgedeckt werden oder halt nur so in kleinen Strukturen. Ja, oder dass auch einfach mehr Leute daran teilhaben können. Und das sehe ich als eine große Chance. Ja, vielen Dank an euch alle. Und es immer wieder ist heute schon in dieser kurzen Zeit ja auch angeklungen. Es geht auch um Strukturen, es geht um Infrastrukturen, es geht um das große Ganze, es geht um ganz klar Handlungsempfehlungen, die ihr einerseits ja auch in euren Studien herausgearbeitet habt, aber auch eben Forderungen und wie es besser gemacht werden könnte und was es braucht, die sind auch erarbeitet worden. Und gerne würde ich diese Runde eröffnen damit, darüber zu sprechen, was aus eurer Sicht denn, was sind denn Unterstützungsangebote und Strukturen, die fehlen und was muss ganz konkret passieren? Also stellen wir uns einfach vor, hier sind jetzt politikschaffende Menschen und denen können wir jetzt sagen, hey, das brauchen wir und diese Art der Förderung brauchen wir. Und ich würde den Ball in die Runde werfen. Wer gerne anfangen möchte, kann das gerne tun. Ich gucke. Ich kann einfach mal anfangen und würde den Ball auch gleich dann weitergeben. Also für mich ist tatsächlich dieser Knackpunkt die Anbettung von Digitalisierung in die Organisationsstrukturen, in die gute Arbeitsweise. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich zum einen Austausch von Best Practices und wie können wir diesen Austausch schaffen? Also wie können wir guten Beispielen eine Bühne geben? Da gucke ich in die DSEE, die das ja auch schon macht. Ihr highlightet ja ganz viele Organisationen dabei auf ihrer Lernreise. Das noch weiter zu verstetigen, fände ich spannend. Und gleichzeitig natürlich auch da nochmal Wissen auszutauschen, also Foren zu schaffen, wo wir miteinander voneinander lernen können. Abgesehen natürlich von der ewigen Geldfrage, fände ich das ein totales Desiderat. Und damit würde ich weitergeben an Laura vielleicht. Ja, ich glaube, so ein Forum kann, besonders in ländlichen Räumen, sorry, ich muss immer den Fokus legen, aber kann auch die Gemeinde bieten oder die Verwaltung in dem Fall. Also ich glaube, dass also in Herzberg funktioniert es inzwischen ganz gut. Die wollen sich so ein bisschen als moderne Dienstleistungsgemeinde aufstellen und sind da eben dabei, digitale Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen und irgendwie in meiner Idealvorstellung gibt es eben Gemeinden, die da nicht nur Straßen bauen, sondern auch Server bereitstellen, damit die Vereine und die Engagierten vor Ort dann auch einfach ihre Open-Source-Software drauf laufen lassen können. Also das wäre so mein Traum. Und Tim vielleicht. Gerne, ja. Also ich würde auch einmal auf der konkreten Ebene tatsächlich nochmal dieses Thema Strukturförderung in den Raum werfen. Du hast gerade schon gesagt, Elisa, Geld. Und Geld eben in für bestimmte Sachen, zumindest auch in bestimmten Formen, weil diese ständige Projektabhängigkeit und dann auch teilweise sehr kleine Beträge, die man sich dann irgendwie zusammensucht. Und dann aber immer, wenn das Projekt vorbei ist, hat man halt eine typische Zäsur. Aber die digitalen Strukturen, die Verantwortlichkeiten müssen einfach weiterlaufen. Und in dem Kontext vielleicht auch nochmal dieses Schlagwort, was bei uns auch mehrfach gekommen ist, Hauptamt hilft Ehrenamt. Das ist ein Konzept, das gibt es schon. Aber auch das ist, glaube ich, gerade bei so komplexen Themen, wo dann auch Datenschutz und so weiter drin ist, könnte man vielleicht auch Dinge einfach zentral auslagern und die Vereine irgendwie entlasten. Da hat man dann auch, was ihr gerade schon angesprochen habt, so Plattformen, Schnittstellen und so weiter. Das vielleicht nochmal als Begriff. Dann ein Aspekt, der bisher jetzt noch gar nicht erwähnt wurde, der auch ein sehr, sehr schwieriger ist, aber so selbstbestimmte Partnerschaften zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Das wurde tatsächlich auch mehrfach betont und auch wenn man sich mal überlegt, wie viel Wissen, wie viel Ressourcen und aber auch wie viel einige Akteure aus der Wirtschaft trotz einer, sagen wir, strukturellen Gewinnoptimierungslogik, wie viel Interesse, die doch auch haben, gemeinwohlorientiertes Handeln zu unterstützen oder selber das auch zu tun. Da hat man natürlich eine gewisse Asymmetrie im Einstieg und das hinzubekommen, dass Organisationen nicht überrollt werden und eben nicht da zu irgendeinem Washing genutzt werden, sondern wirklich teilnehmen können und vielleicht sogar umgekehrt prägen können, ne? Dass nicht sie ökonomisiert werden, sondern dass vielleicht die Unternehmen ein Stück weit auch erleben, was eigentlich auch sinnhaftes Handeln noch sozusagen in der bedeuten kann. Und dann noch einmal kurz zur strukturellen Ebene, das, die auch bei uns immer wieder durchschlägt.
das glaube ich auch unter dem Begriff Gemeinwohl unbedingt die Themen Open Data, Open Source, Open License oder digitale Infrastruktur sozusagen, wie kommen die Datenautobahnen in die Länder, also in den, auf die ländlichen Räume, aber auch in den Großstädten ist es ja auch, je nachdem, wo man ist, ist es ein Problem, dass wir das in Deutschland wirklich sozusagen die Grundvoraussetzungen konzeptionell, infrastrukturell wirklich ernst nehmen und nicht seit Jahren teilweise das in jeden Koalitionsvertrag reinschreiben und alle nicken. Und es passiert doch vergleichsweise wenig. Und das ist, glaube ich, was, das können wir jetzt hier im Forum nicht adressieren. Aber ich glaube, es sollte nochmal genannt werden, weil die besten Konzepte, die besten Tools bringen nichts, wenn dann bestimmte Voraussetzungen einfach nicht gegeben sind. Vielen Dank. Super spannend. Und um dazu, weil es auch angeklungen ist bei euch, einen Kommentar hervorzuheben, den wir im Chat hatten, ist eben auch die nächste Herausforderung, Chance zugleich, ist Zugänglichkeit. Und ich glaube, das ist auch immer wieder ein Thema im grundsätzlichen Ehrenamt. Ehrenamtlich aktiv zu sein, ist auch ein Privileg, das eben nicht alle haben, weil es eben mit Ressourcen, mit Fähigkeiten, mit Zeit und so weiter zusammenhängt und sich natürlich dann auch fortschreibt in spezifisch Engagementbereich im digitalen Zeitalter. Also vielen Dank für den Kommentar im Chat. Und mit Blick auf die Zeit, natürlich würde ich total gerne die Fragen mit reinnehmen, die wir gehört haben, um dann am Ende nochmal dir, Armin, eine kleine Frage zu stellen. Und zwar sehen wir hier, mittel- und langfristig würde ich mir wünschen, dass informatisches Ehrenamt ebenso normal ist wie Feuerwehr und Sportverein. Dann können wir selber vor, mit und nachdenken und entwickeln, was und wie wir es brauchen. In diese Richtung findet kaum Diskussion statt. Warum ist das so? Und damit wird gemeint, Softwareentwicklung als Beispiel für ein informatisches Ehrenamt. Ich kann es gerne mal versuchen, weil ich auch tatsächlich Forschung stärker im konkreten Open-Source-Bereich gemacht habe. Ich glaube halt, dass Open-Source-Communities per se, also ne, wenn es jetzt um Softwareentwicklung geht, die sind sehr international, die sind sehr, sehr lose strukturiert. Da gibt es kaum Rechtsformen, über die überhaupt erstmal, also ne, Gemeinnützigkeit in Deutschland wird anerkannt über Rechtsformen. Ich kenne wenige Projekte, die quasi so ehrenamtlich vorangetrieben werden, aber dann schon gleich einen Verein gründen oder so, auch gar nicht klar wäre, in welchem Landesrecht sollte das denn überhaupt passieren. Und das schließt so ein bisschen an die Frage, die ich auch Julia Gundlach im Chat gestellt hat, zu der Frage mit digitalem Ehrenamt und dem Koalitionsvertrag. Also ich glaube, es ist jetzt langsam angekommen auf einer politischen Ebene, dass das ein Bedürfnis ist und dass wir da überhaupt erstmal neue Konzepte für brauchen, aber dass sich da wirklich was bewegt, abgesehen davon, dass dieses Konzept jetzt auch lesbar, nachlesbar, also in politischen Papieren steht, habe ich davon noch nichts gemerkt. Aber da würde mich auch die Meinung der anderen interessieren. Ja, ich muss da leider abwinken. Die Gespräche waren so im Oktober, Anfang November. Da hat der Koalitionsvertrag noch keine Früchte sozusagen getragen, jedenfalls in dem, was uns gespiegelt wurde. Genau, wär schön, wenn es tatsächlich jetzt, wenn da jetzt was passiert. Ich bin gespannt, wie es auch politisch dann sozusagen in Gesetzen, in Maßnahmen, in Verwaltungshandeln dann auch übersetzt wird. Wäre auch eigentlich ideal, wenn an diesen Gesprächen schon zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt werden würden. Hey! Laura, du nickst. Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Aber in Herzberg ist noch nichts angekommen davon. So viel kann ich sagen. Aber es gibt ja schon die digitale Zivilgesellschaft, eure Initiative, ne? Also die ja da eigentlich gehört werden sollte. Dann bleibt es spannend. Ich finde auch die Frage, die könnten wir noch mitnehmen. Und zwar, mir fehlt Orientierung. Welche digitalen Tools gibt es und wie nutze ich diese? Und das beleuchtet natürlich auch eine Herausforderung, die wir sehen. Genau, und ich werfe wieder den Ball zu. Gibt es vielleicht eine Ansammlung oder? Ja. Ich sage gerne was dazu. Es gibt ganz viele Sammlungen tatsächlich oder diverse. Wir sind auch im Projekt Herzberg Digital vereint dabei, eine Sammlung zusammenzustellen, mehr oder weniger. Also wir sind also ein bisschen davon abgegangen, das wirklich zu sammeln, weil die Tools sich doch so schnell ändern und es wirklich auch einfach eine Sache ist, die ständig in Bewegung ist. Und das ist eben auch eine große Herausforderung, dass man da irgendwie den Überblick dazu behalten und zu wissen, welche Tools gerade für uns die richtigen sind. Wir bringen demnächst, ich habe es auch in der letzten Session schon erwähnt, eine Studie raus oder eine Broschüre raus, wo wir so Tipps geben, wonach man diese Tools auswählt, also wonach man sich da erkundigt. Und ich glaube, wichtiger ist immer dieser erste Schritt zu überlegen, was brauchen wir eigentlich
Link gibt es leider noch nicht. Wir sind noch dabei. Aber auf neuland21.de dann so in einem Monat ungefähr verfügbar. Genau, aber ja, ich glaube, wichtiger ist es wirklich auch zu überlegen, was tun wir gerade, was sind unsere Handlungen, die wir oder unsere Aktivitäten im Verein oder in der Organisation, die wir gerade haben. Wo gibt es Sachen, die gut funktionieren und wo gibt es Sachen, wo irgendwas noch nicht besonders gut funktioniert und ist vielleicht dann da die Möglichkeit, mit einem digitalen Tool anzusetzen. Also ich glaube, eher so dieser Zugang, anstatt jetzt von der digitalen Werkzeugseite auszudenken und zu überlegen, wir wollen das unbedingt einbinden, weil dann ist es auch nicht besonders erfolgversprechend. Ja. Vielen Dank, Laura. Am Anfang. Nein, Entschuldigung. Nee, ich. Ja, passt. Also vielen Dank. Und am Anfang haben wir auch die Links geteilt zu den jeweiligen Studien als auch Organisationen. Also gerne abspeichern und dann bleibt ihr auch hoffentlich alle up to date mit all den spannenden Punkten, die noch kommen. Und ich würde gerne dir, Armin, eine Frage stellen. Und zwar hast du ja jetzt auch, ihr habt ja die Studie gefördert. Und ganz konkret haben wir jetzt auch über Vorschläge gesprochen, mit auch den Ideen, was funktionieren könnte, was es braucht. Was davon würdest du jetzt oder ihr in eurer Arbeit aufnehmen? Was denkst du, welche Player fehlen noch und müssten noch involviert werden, um eben genau diese Vorschläge umsetzen zu können? Also ganz konkret, was wir aufnehmen, jetzt bezogen auf das Unterstützungsprogramm 100-mal digital, ist tatsächlich dieses Voneinander-Lernen, ja, dieser Community-Gedanke, wenn sich gemeinnützige Organisationen, Sozialorganisationen auf den Weg machen, sich im digitalen, Potenzial des digitalen Wandels zu nutzen, dass sie es nicht alleine tun, sondern gemeinsam, ja, dass die CRM-Projekte machen, sich halt gegenseitig unterstützen kann. Community-Gedanke nehmen wir mit auf, haben wir jetzt im ersten Durchlauf auch schon probiert, das weiten wir auf. Die Bedarfsklärung, ja, da helfen Coaches an die Seite stellen, wir nennen die DigitalnavigatorInnen, die einfach helfen, mit der Orientierung am Anfang, ja, das ist die Frage auch aus dem Chat, wo finde ich denn da Orientierung? Wir denken, diese Orientierung ist tatsächlich auch eine Beratungsleistung, die in einem individuellen Gespräch wo geholfen werden kann. Dann tatsächlich, du hattest angesprochen, Tim, dieses Transsektorale, die Wirtschaft mit einem, die Politik, wir glauben tatsächlich, es braucht neue Formate für so einen Austausch, für einen transsektoralen Austausch von den unterschiedlichen Akteuren und deswegen auch das unser Wunsch, auch das überlegen wir noch, wie wir das tun, dass wir in dieses Unterstützungsprogramm auch andere Akteure mit reinholen, ja, dass vielleicht ein paar Pro-Bono-Coaches aus der Wirtschaft mit drin sind, dass die halt auch was davon lernen können und sehen können, was die Fragestellungen sind und wie man sich dem nähert. Und tatsächlich, das ist eine Sache, die ich gehört habe, die wir auch sehen, diese Projektitis, ja, immer diese Projektförderung. Wir glauben auch an eine Organisationsentwicklung, ja, wir wollen auch institutionell fördern, können wir momentan nicht, wir sind an die Überjährigkeit gebunden, aber dass wir immerhin sagen, es ist halt ein Schritt, ja, Richtung digitaler Wandel, den wir da nur unterstützen und der geht wirklich auch in eure Organisation. Ihr müsst jetzt nicht etwas für die Ehrenamtlichen oder die neue App machen, sondern guckt doch mal wirklich bei euch drin für die Organisation, weil wir wollen euch als Organisation stark machen und das ist schon echt ein Shift im Denken. So, also das vielleicht so als konkret und wo wir dann, wo wir auch noch sehen, wo es Bedarfe gibt. Was jemand, zurück an dich. Super, und es ist super konkret. Ich glaube, das ist auch ein schöner Punkt, womit wir rausgehen können und auch, dass diese Art der Gespräche weiter funktionieren und weiterlaufen, die Studien gemacht werden, Bedarfsanalyse, dass wir darauf weiterblicken. Und ich würde total gerne mit Blick auf die Zeit, leider müssen wir zum Ende kommen, aber wieder eine ganz, ganz schnelle Speedrunde machen und zwar mit der Frage an euch und gerne, ihr, die jetzt zuhört, ihr da mit dabei seid, könnt sie auch im Chat mit beantworten. Was stimmt euch hoffnungsvoll mit Blick auf Digitalisierung des Engagementbereichs? Und ich gucke dich an, Tim. Ja, vielen Dank. Das ist ein schönes Wort, Hoffnung. Also einmal, dass tatsächlich wirklich viel drüber gesprochen wird. Es wird über Digitalisierung kommuniziert, es wird diskutiert, wird ausgehandelt. Das heißt, es ist präsent, was bei so einem Thema eben auch nicht ganz leicht ist, also auf allen Ebenen. Und das andere ist, glaube ich, dass einfach, wenn wir mehr Erfahrung haben, also sozusagen souveräner Umgang der Zivilgesellschaft setzt häufig auch voraus sozusagen eigene digitale Erfahrungen. Und das ist sicherlich einfach eine Frage auch von Erfahrung über alle Generationen, aber natürlich auch junge Menschen bringen da vielleicht auch nochmal Aspekte mit ein, Social-Media-Erkenntnisse und so weiter, die vielleicht auch intergenerationale Brücken nochmal schlagen können, die dann vielleicht in so klassischen Vereinen oder sowas, die vielleicht sozusagen eher älter strukturiert sind, wo da vielleicht auch nochmal neue Sachen möglich werden. Vielen Dank. Und dich, Elisa, was stimmt dich hoffnungsvoll?
ihr, dass wir hier zu mehr als, ich weiß nicht, 20 oder sogar 30 Personen an einem sonnigen Nachmittag, zumindest hier in Berlin, uns in einem Zoom-Raum digital miteinander treffen, uns austauschen und hoffentlich auch in Kontakt bleiben. Das gibt mir wirklich Hoffnung und so schaffen wir auch was, wie immer beim Ehrenamt. Da kann ich auch wieder anschließen, also dass das die Digitalisierung in der Zivilgesellschaft halt eher so ein Teamsport ist statt einem Wettkampf und dass es eben ums Netzwerken geht und nicht um eine Konkurrenz, wie es halt bei den Unternehmen der Fall ist, sondern dass wir alle gemeinsam daran an einem Strang ziehen und uns austauschen. Das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Cool. Und Armin, natürlich gebe ich dir auch die Möglichkeit, wenn du möchtest, darauf zu antworten, was dich hoffentlich stimmt. Also die 102 erfolgreich abgeschlossenen Digitalprojekte im ersten Jahrgang und die über 600 Bewerbungen für den nächsten Jahrgang zeigt einfach, dass da ein Riesenbedarf ist und dass soziale Organisationen wollen. Also das stimmt mich total hoffnungsvoll, um sie da ganz konkret zu machen. So, mit diesen Worten und vielleicht auch mit der Frage entlasse ich euch natürlich auch alle weiter darüber nachzudenken, was uns hoffnungsvoll stimmt, was wir tun können und vor allem auch an was für Strukturen wir brauchen. Bedanke ich mich total herzlich für diese spannende Runde, für die Fragen und Kommentare im Chat. Und auch da seht ihr die Kontaktdaten, die geschickt worden sind. Lasst uns in Kontakt bleiben und im Austausch bleiben. Und ansonsten genießt noch ein wenig die Sonne und die nächsten Tage des Digital Social Summit bzw. Sessions.